Wer ist Thomas Hirschhorn? Ein schamloser Nestbeschmutzer, dem nichts und niemand heilig ist, dem die Amteswürde eines Bundesrates wenig sinnvoll erscheint. Oder aber ist Thomas Hirschhorn ein genialer Künstler, der es wagt, Tabus zu brechen, um eine angeregte Demokratiediskussion zu lancieren? Die Antwort ist wohl ein wenig Geschmackssache. Aber fest steht, die Hirschhorn-Ausstellung in Paris hat ihr Ziel mehr als erreicht. Sie ist für viele ein Skandal und nicht zuletzt darum sehenswert. Monika Sutter und Cornelius Jähle berichten. Wohin ist die Schweiz unterwegs? Wo stehen wir mit unserer Demokratie? Drehen wir uns im Kreis wie diese Modelleisenbahn? Thomas Hirschhorn stellt im Centre Culturel Suisse in Paris diese und ähnliche Fragen. Tausende Artikel hat er gesammelt und in einer gigantischen Collage vereint. Demokratiekritik ist ein heikles Unterfangen. Damit und mit der Kritik an Bundesrat Blocher löst der Künstler eine eigentliche Debatte aus. Es geht mir nicht um eine Person, es geht mir um die Idee, die er vertritt und wo er eben eine Galionsfigur geworden ist. Ein Jahr ist es her, seit Christoph Blocher zum Bundesrat gewählt wurde. Für Hirschhorn hat das Parlament damit die gefährlichen Ideen eines Volkstribuns legitimiert. Aus Protest hat der in Paris lebende Künstler damals kundgetan, vorläufig nicht mehr in der Schweiz auszustellen. Was ich einfach nicht will, ist es akzeptieren, Demokratie akzeptieren, als etwas, das mich mundtot machen soll, als etwas, das ich akzeptieren soll, weil man... Also wenn es Resultate gibt, wie zum Beispiel in Irak, Folterung im Namen von der Demokratie. Sei es mit der Kritik an der Invasion und an Folterungen im Irak im Namen der Demokratie oder mit der Kritik an einzelnen Magistraten. Hirschhorn geht sogar so weit, dass er in einer Inszenierung Bundesrat Blochers Konterfei bepinkeln lässt und erhitzt damit die Gemüter. Es wird ein Gemälde abrünzelt von Christoph Blocher. Was haltet Sie von dieser Aktion? Wir geben ja Geld aus, dass Provo Helvetia Reklame machen für die Schweiz im Ausland. Da findet das Gegenteil statt, also dürfen wir denen schlicht und einfach kein Geld mehr geben. Christoph Blocher selber wollte heute keine Stellung nehmen. Sein Amtskollege und Kulturminister Couchepin distanziert sich deutlich. Herr Couchepin, was sagen Sie zur Polemik um die Ausstellung in Paris? Ich nehme davon Kenntnis. Ich habe gelesen, was Pro Helvetia dazu sagt. Sie ist schließlich verantwortlich, ist für dieses schlechte Werk. Aber schauen Sie sich diese Ausstellung doch selber an. Was darf die Kultur und was darf sie nicht? Pius Knüsel, Direktor der Kulturstiftung des Bundes, befürwortet eine Debatte über Kultur und Staat. In dem Moment, wo man Exponenten vom Volk, gewählte Exponenten, kritisiert, ihre Funktion und in dem politischen Lager oder in der politischen Haltung, die sie vertreten, solange ist Kritik auf jeden Fall legitim. Und solange wird sie auch nicht nur von Künstlern, sondern auch gerade von den politischen Gegnern, von den entsprechenden Exponenten praktiziert. Ich finde sie nur nicht mehr legitim, wenn sie tatsächlich auf einer persönlichen Ebene abrutscht. Und abpinkeln ist von Ihnen aus gesehen legitim? Ich glaube, es wird simuliert abpinkelt. Ich glaube nicht, dass in diesem Theaterstück tatsächlich abpinkelt wird. Demokratiekritik in der Kunst hat Tradition. Mit dem Slogan «La Suisse n'existe pas» hat Ben Vautier an der Weltausstellung in Sevilla 1998 für Aufregung gesorgt. Thomas Hirschhorn provoziert nicht zum ersten Mal. Die Sicherheitsmaßnahmen von Polizei und Militär im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos hat Hirschhorn in einer Installation kritisch dargestellt. Und Thomas Hirschhorn gehört zu den bekanntesten Schweizer Künstlern, hat an der Documenta in Kassel und an der Biennale in Venedig ausgestellt. Eben wurde er mit dem Josef-Beuys-Preis ausgezeichnet. Für die provokative Installation im Centre Culturel Suisse in Paris hat Hirschhorn kein Honorar bezogen, doch die Pro Helvetia hat die Ausstellung finanziert. Sie nennen es Provokation, ich nenne es Kunstwerk. Die öffentlichen Gelder müssen die Kunst genauso unterstützen wie die Wissenschaft. Das verteidige ich. Das Publikum in Paris fand Gefallen an der Ausstellung. Allein am Eröffnungstag sind 1000 Besucher gekommen.